Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind endlich in der Wüste angekommen, sind hier bei diesem Bazar, ne, Wüstenbazar. Und, Leute, wir sind hier auch bei der letzten Erinnerung. Ne? Definitiv bei der letzten Erinnerung. Jetzt muss ich bloß nochmal schauen, wo das jetzt genau war. Ich glaube, das war auf der anderen Seite. Ne? Ich glaube, das war da hinten. Und da werden wir jetzt auch diese Erinnerung machen. Warte mal, aber hier haben wir... Wenn der auf da endet, dann war das ziemlich geil. Und wir brauchen ja nämlich nur einen. Schauen wir mal ganz kurz. Wer bist du? Ah, du bist der Stradon. Ich sehe mir gerade den Sandsturm an. Willst du mitmachen? Sandsturm? Sandstürme sind in der Wüste eine große Gefahr, wenn man da hineingerät. Kann man sich leicht verirren. Der Sandsturm, den man von hier sehen kann, klar, dann gebe ich jeden Tag für ein paar Stunden auf. Ich will zu diesem großen Turm, aber ich muss den richtigen Zeitpunkt abpassen. Ja, okay. Also. Jetzt werden wir uns die letzte Erinnerung holen. Und zwar haben wir die hier. Sehr schön. Nifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Let's go. Puh, Gott, ich bin gerade ein bisschen... Ah, finde es ganz so schön, dass wir jetzt die letzte Erinnerung haben. Glaube ich. Schauen wir mal. Und los. Viel Spaß beim Anschauen. Ich glaube, da hat er sie in mich verliebt. Könnte es sein? Ah, es war klar, dass ich da daherkomme. Als krasser Checker. Jo, letzte Erinnerung, Leute. Sehr geil. Du hast alle 12 Orte gefunden, an denen die Fotos aufgenommen wurden. Ihr habt das volle Gedächtnis eigentlich wieder, ne? Dann müssen wir nach Kakariko zurück. Hast du ja gesagt. Ja, Tagebuch öffnen. Da steht jetzt, wir sollten wieder nach Kakariko gehen. Das werden wir jetzt einmal schnell machen, Leute. Na, hier. Genau, den Abstecher müssen wir jetzt machen. Weil irgendwas kriegen wir ja jetzt. Also, ich glaube, die Impa hat ja gemeint, irgendwie ein Geheimnis von der Zelda werden wir erfahren. Ne? Irgendwie sowas. Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß es nicht. Ich weiß einfach auch nicht mehr. Es tut mir leid. Ich weiß, ich habe damals auch alle Fotos irgendwie gesammelt, aber ich weiß nicht mehr, was da war. Deswegen bin ich jetzt gespannt. Okay. So, da ist der Imper ihr Haus. Und wir schauen jetzt mal. Dann machen wir das ablegen. Eine andere Hosennutzung hier, normal. Da! Dann schauen wir mal, was die Imper will. Oh! Das Schwert hat seinen Meister gefunden. Ich wusste, du würdest es schaffen. Das heilige Bandschwert und du. Ihr bildet ein Gleichgewicht. Ohne dich ist es nur ein Stück Metall. Und auch du kannst ohne das Schwert nicht deine ganze Kraft entfalten. Die Prinzessin hat durch beiden die Zukunft unserer Welt anvertraut. Du darfst ihre Hoffnung nicht enttäuschen. Wie dem auch sei. Du bist auf gutem Wege, die Bitte der Prinzessin zu erfüllen. Indem du die Seelen der Titanen befreist, schwächst du gleichzeitig die Macht des Bösen. Ich bin sicher, die Prinzessin spürt, was du vollbracht hast. Es bleibt dir noch der Titan Vanaboris.
den Urbosa vom Stamm der Girurup befehligte. Ja, das war sie. Hier solltest du Hinweise zu dem finden, was dir noch bevorsteht. Ich hab den schon kennengelernt. Du bist Zeldas, nein, ganz Hyrules einzige Hoffnung. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Folge deinem Herzen und erfülle dein Schicksal. Was ist das? Wie? Du hast endlich alle 12 Orte gefunden? Dann ist die Zeit wohl gekommen. Ich sage dir, wo du die letzte Erinnerung wecken kannst. Okay. Es ist nämlich so. Zelda bat mich, dir das hier als letztes zu zeigen. Jetzt bin ich gespannt. Dies ist das letzte Bild. Und? Kennst du die Stelle? Von hier aus sollte dieser Ort nicht mehr als eine halbe Tagesreise entfernt sein. Ach, das ist dieser Ort, bevor man Richtung Hateno kommt, glaube ich. Wenn ich im Leben nur noch einen Wunsch aussprechen könnte, wäre es dieser. Erinnere dich an Zelda und führe ihren Kampf fort. Okay. Okay, okay. Warte mal, wir schauen uns mal kurz das Bild an. Ja, ja, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Da ist Hateno. Pass mal auf, ist das... Kann das das sein? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber wir sind da nämlich schon ein bisschen durch. Hateno Festung, genau. Ich glaube, dass das da irgendwo sein muss. Da markieren wir gleich mal als Kristall. Ich glaube, dass wir da hin müssen. Irgendwo. Das sind auf jeden Fall so Sümpfe, ne? Ich glaube, dass das schon so ist. Darf ich das jetzt nehmen? Nein. Das ist ja okay. Darf ich immer noch nicht nehmen. Na gut. Pass mal auf, wenn wir eh dahin müssen, dann werden wir mal zu diesem Schrein. Wir sind mal nicht mehr weit entfernt, glaube ich. Ich glaube, das war wirklich das Schlachtfeld vor dieser Hateno-Festung. Jetzt müssen wir natürlich da den richtigen Ort finden. Das wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen schwierig, Digi. Aber gut, schauen wir mal. Natürlich regnet's. Und wir kaufen uns schnell Pfeile, da die sagen. Wenn wir gerade schon da sind. Da, der schleppt so schwer, den müssen wir das ein bisschen abnehmen. Ich möchte gern etwas kaufen. Ah, okay, da hat doch keine Holzpfeile mehr. Ah, ja, gut. Aber warte mal, bevor wir da jetzt weitermachen, kann man mal nur schnell zur Fee schauen. Es ist ja grundsätzlich scheißegal, zu welcher Fee das wir gingen. Na, fällt mir so auf. Dann können wir auch da zu dieser Fee gehen. Das ist wurscht. Hätte ich gleich da bleiben können. War mein Fehler. Weil ich da noch gern wissen, was wir irgendwie vielleicht verbessern können. Ja, das ist, da müssen wir jetzt sowieso erstmal schauen. Okay. Also. Dann geht's da rauf. Ein grüner Rubin. Sehr schön. Das war wichtig, ey. Ja, warte mal, sind da Feen? Das sind Feen. Oder? Ah, das sind keine Feen. Schade. Keine Feen, leider. So, dann schauen wir mal. Wo ist die Musik? Vermisst gerade die Musik. Sei gegrüßt. Soll ich deine Kleidung verstärken? Ich habe genug Kraft, um deine Kleidung beträchtlich zu verstärken. Also, wir können mal was verstärken. Ja, stimmt. Wir haben dieses... wir haben zwar das Ding, aber wir haben noch nicht alles. Das Mana schon mal mit sie herbringen. Okay, also ein paar Sachen können wir auf jeden Fall verstärken. Ich wäre sogar jetzt einmal dafür. Schauen wir mal was, ne? Keine Ahnung.
5 braucht man dafür. Alter. Okay, dann können wir da bloß 1 verstärken. Das ist ja doof. Weil wir brauchen Maxi-Barsch. Okay, krass. Okay. Aber jetzt hat er Rüstung 3 haben wir. Sehr schön. Ja, schauen wir mal, was wir noch verstärken können. Löschechse. Da haben wir echt bloß eine. What the fuck? Okay, krass. Ja, dann verstärkt man. Ach komm, ist schwierig jetzt gerade, ne? Na komm, dann macht man den Helm. Was wir haben, das haben wir. Der Antifeuerhelm. Ja, da macht man aber gleich noch diese Isoliersachen. Da glaube ich, können wir sogar ein bisschen was machen. Warum auch immer. Mir fehlt eh nur das Hemd dazu. Ich muss mal schauen, wo ich das herkriege. Ah, überspringen. Sehr schön. Und den noch. Ja, let's go. So. Überspringen wir leider. Ah, so schief es ist, aber... wir haben noch keine Zeit. So, was können wir denn nur verstärken? Ah, hier. Barbarenhose. Ja, geil. Definitiv. Aber ich glaube, dann war's das. Ich glaube, mehr geht gerade nicht. Warte mal, da geht immer noch was. Ach hier, weil die jetzt ganz hinten ist, okay. Ja gut, Zitterfrucht. Na dann, let's go. Macht mal die Hosen halt nochmal. Jetzt aber war es, oder? Und fertig. Ich dachte, ich könnte vielleicht noch andere Kleidung verstärken, aber ich habe nichts im Moment. Ah, okay. Dann haben wir das. Sehr schön. Alles klar, dann... Haben wir ja gesagt, wir müssen dahin. Dann gehen wir von dem Stall auf dieses Schlachtfeld. Ich bin gespannt. Also da müsste normalerweise dann die letzte Erinnerung sein, wenn ich mir es nicht komplett verschaut habe. Aber ich glaube, das stimmt schon, weil da waren die ganzen Wächter waren da. Das war ein weitläufiges Gebiet. Das glaube ich stimmt schon. Das glaube ich stimmt schon alles so. So. Okay. Lass mal so mal ein bisschen hier die Augen offen halten, weil hier geht es nämlich jetzt schon los. Die, Gott, das ist jetzt auch nicht so dramatisch da. Also wir haben hier dieses Nebelgebiet, ne? Schau mal, da kommt man diese Sümpfe. Kannst du mir vorstellen, dass da irgendwo ist? Also, oder vielleicht auch da, weißt du schon? Maybe. Lass mal schauen. Antike Schabe. Sehr schön. Es muss eigentlich sein. Das war jetzt eigentlich das einzige gewesen, was ich sage, okay, bis da so ausschauen, ne? Oh je. Boom, Baby. Irgendwas, was mit Nebel zum Dorf. Wir müssen einfach mal schauen, wo wir das da finden. Wenn es genau bei diesem Sumpf ist, wo ich ihn da markiert habe, dann drehe ich durch.
Und alle das heftig finden. Das war nämlich nur Zufall. Aber das darf schon passen, Leute. Irgendwo hier so. Ne? Vielleicht täusche ich mich aber auch. Ne? Vielleicht täusche ich mich auch. Es kann alles sein, dass ich mich täusche. Aber es war so schön, wenn es jetzt mal zum Ringen aufhören darf, weil dann war das mal wieder ein bisschen schöner hier. Aber scheint jetzt hier nichts zu sein. Da war ein bisschen Wasser im Weg, ne? Da hinten geht es natürlich auch noch, da ist auch noch ein bisschen was. Da ist auch noch Wasser. Auf dem Bild war ein kleines bisschen Wasser drauf. Das habe ich genau gesehen. Na, da war ja gerade, ne? Upsi. Da war ich gerade. War nicht mehr so leicht. Ich glaube schon, dass es so ist. Es sei vielleicht da ich mir aber einfach auch wirklich komplett, ne? Das kann auch möglich sein. Alter, der hält aber auch cool was aus, ne? Ah, der hat natürlich cool was dabei. Sehr schön. Aber da ist leider nichts. Letzte Erinnerung. Gibt es vielleicht vor dem Tor? Schau mal, da haben wir auch nochmal so Flüsse, ne? Vielleicht ist das einfach nichts vom Tor. Hinter mir. Das sind nämlich auch noch so kleine Mini-Flüsse. Vielleicht ist er da. Es war auf jeden Fall ein kleiner Tümpel war zum Sehen. Der ist definitiv. Als Pfeil, nehmen wir mit. So, schauen wir mal. Vielleicht ist es ja wirklich da, oder? Dass dann in der letzten Erinnerung, keine Ahnung, vorm Tor war und das Tor noch geschützt hat. Keine Ahnung, ne? Komm mal da an. Alter. Gehen wir doch nicht auf den Sack. Danke. So. Ah, da ist nichts. Da hinten haben wir noch ein kleines bisschen Wasser. Schauen wir mal. Da oder noch irgendwas ist. Also wenn, dann täusche ich mich halt ordentlich, ne? Die Depp hätte natürlich ein Foto machen können. Dass man das nicht alles merken muss. Obwohl da auch so Nebel ist. Das ist ja von da aus. Obwohl, nein, das ist ja direkt der Fluss. Ein Fluss war es nicht. Eieiei.
Der Eggy am Suchen hier. Der Eggy am Suchen. Ja, endlich ist die Waffe weg. Ah. Für Monsterzutaten geht sowas immer. Vielleicht da ist mir auch komplett, aber das ist jetzt blöd, dass ich da natürlich kein Foto gemacht habe. Mein Gott, du Sack. Schau raus. So. Jetzt. Ich dachte schon. Das gibt's nicht. Wo kann das sein, Leute? Wo kann das sein? Ich weiß ja nicht, was ich krieg. Ich hab das auch gar nicht mehr. Also mir fällt jetzt schon wieder ein, dass ich da nur mal nach irgendeiner Erinnerung suchen hab müssen, aber mir halt wieder auch nicht. Was da einfach irgendwo ist. Fleischschnecke. Genau. Oder ich bin gerade einfach auch nur blind, ne? Vielleicht. Aber mehr gibt's halt da auch nicht mehr. Da waren wir auch schon. Das muss doch da irgendwo sein. Okay, wir gehen mal nochmal zu jedem Tümpel. Gehen wir gleich mal zu diesem Tümpel hier. Muss ja irgendwie auftauchen, schätze ich mal. So wie wir es halt jetzt immer gehabt haben, ne? Dass da irgendwas auftaucht. Ansonsten habe ich mich einfach ordentlich getäuscht. Und ich glaube jetzt auch die Leute, die wurde schon wissen, wo die Erinnerung ist, die macht es gerade fertig. Dass ich hier da jetzt halt zu Tode so. Wenn es da überhaupt. Vielleicht ist er da einfach gar nicht. Aber. Ja, leider so ist es halt. Ne? Man hat immer zu viel im Kopf, leider. Man kann sich dann einfach nicht alles merken. Also hier ist auch nichts. Sehr merkwürdig. Hier haben wir auch nichts, ne? Nicht, dass das irgendwo direkt in der Mitte ist oder so. Nein. Aber hier haben wir nur eine Kiste. Die kann ich vielleicht noch schnell aufmachen. Ja, Opal nehme ich, ne? So, da haben wir nochmal was. Das kann auch vom Bild her passen, ein bisschen. Gut, wenn man die Pferde wegtut, ne? Aber. Vielleicht ist natürlich auch gar kein Wasser. Vielleicht sind es bloß so in die Steine. Ist das jemand? Vielleicht sind es auch bloß so in die Steine. Und hat bloß so ausgeschaut wie Wasser. Maybe. Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Muss ich jetzt echt nur mal nach Kakariko und mir dieses Bild nur mal genau anschauen. Es ist halt einfach auch nicht hochauflösend, ne? Ah, das ist schon hart. Hier ist echt. Ich hätte jetzt einen Brief und Siegel drauf geben können, dass das da ist. Also ich werde es dann, wenn ich da jetzt nur mal nach Kakariko schnell reise. Ja. Haben wir doch wen. Wenn ich da jetzt schnell hinreise,
Da muss ich mir nur mal den Hintergrund genau anschauen. Okay, leider müssen wir nur mal noch Kakariko, das hilft nichts. Ich muss mir das nur mal anschauen. Hilft nichts. Ich hätte echt schwören können, dass es da wäre. Ah! Okay, vielleicht sieht man irgendwas Markantes. Zwillingsberge, hin und her, was weiß ich. Ja. Dann müssen wir jetzt einfach nur mal schauen. Wir werden wohl ganz schnell pennen, dass es hell ist, weil. Oder nicht pennen, sondern ich werde schnell da warten. Da ist ja das zum Kochen, das Ding. Genau, da können wir nämlich auch schon warten. Bis morgens. Das ist okay. Dann gehen wir nur in das Haus von der Impan ein. Schauen wir uns das Bild an. Machen wir uns vielleicht ein Foto. Oh nein, nicht schon wieder der Blutmond. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Ling, sei auf der Hut. Okay, Bingi. Ah. Macht mir fertig, Leute. Äpfel. Joink. Was ist da? Okay, täuscht vielleicht nur. Also. Pass auf, wir machen jetzt erstmal ein Foto. So, jetzt pass auf, was sieht man denn da? Man sieht auf jeden Fall so Laubbäume. Ne? Wir machen jetzt erstmal ein Foto davon. Zack. Das speichert man uns jetzt. So. Man sieht Nebel. Man sieht, glaube ich, wirklich diese Zwillingstürme. Kann das möglich sein? Sind das diese Zwillingsberge? Türme, sag ich. Berge. Das darf schon so ausschauen, gell? Sind's doch. Ja, pass auf, pass auf. Das. Lasst mir es in Ruhe. Da sind die Zwillingsberge. Wir gehen jetzt mal zu diesem Schrank. Gehen wir mal von der anderen Seite hier. Man sieht die Zwillingsberge, definitiv. Man sieht sie. Ja, jetzt pass auf, in welche Richtung? Da runter mal sie. Denk. Haben wir den schon? Warte mal, den haben wir noch gar nicht, oder? Ha! Krass! Ja, geil! So, kriegt man wieder was Neues mit, ne? Immer wieder mal. Also, man hat die Zwillingstürme gesehen. Definitiv. So. Hier deutsch schon richtig. Ja, doch, ihr reitet schon richtig. Jetzt sind natürlich alle Gegner wieder da, ne? Danke, Blutmond. Hä? Hä? Ich hab Fragen. Oh mein Gott. Ich hab Fragen. Okay. Ja, ne? Speedrunner hassen diesen Trick. So, jetzt pass auf.
mich darf es jetzt bloß noch interessieren. Man hat die Zwillingstürme gesehen. Die Zwillingstürme. Die sieht man. Von hier aus nicht. Da müssten die sein. Bin jetzt komplett. Man sieht da die Zwillingstürme gar nicht. Ich schau gerade direkt drauf eigentlich. Warum sieht man die nicht? Da sind's. Pass auf. Sorry, ich weiß, wir sind gerade schon über der Zeit. Aber das interessiert mich jetzt noch schnell. Da sind die Zwillingstürme. Vielleicht ist es wirklich woanders. Kann wirklich woanders sein. Das könnte. Es kann da hinten irgendwo sein. Hier vielleicht. Ah, okay. Ja, gut, da müssen wir dann das nächste Mal einfach nur mal schauen, Leute. Das, da führt kein Weg drauf vorbei. Ich sag vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja. Da mich gefällt natürlich, wenn es irgendwie einen Daumen nach oben gibt oder so. Ne? Vielleicht, wenn es euch gefällt. Wenn nicht, dann ist es auch okay, wenn es nicht macht. Ne? Ansonsten wünsche ich euch jetzt was. Macht es euch nur einen China Dog. Ne? Wir sehen uns zur nächsten Folge. Habi Diri. Macht es gut. Habi Diri.